So, ist da fertig? Jetzt bin ich. Das schmutzige Händchen. Ja, aus gegebenem Anlass alle Jahre wieder die leidige Diskussion über den Sisa Milan und über alle anderen Hundetrainer. Also einmal im Jahr kommt der Sisa Milan scheinbar nach Europa und kommt auch nach Graz oder irgendwo hin. Ich muss gestehen, ich würde das gar nicht mitkriegen, wenn nicht diese diversen Anführungsstriche Tierschützer ständig blären, der Tierquäler kommt und der. Ich meine, das ist super, das ist die beste Publicity und die beste Promotion. Alle 2 Minuten ist irgendwer auf Facebook, der sich darüber mokiert, nicht Amok, ich renne bald Amok, wenn das nicht aufhört, der sich darüber mokiert und der ist schon gebissen worden. Ja, Leute, ich bin auch schon gebissen worden. Das heißt nicht, dass ich ein schlechter Hundetrainer bin. Das heißt nicht, dass ich Hunde trainiere, wo sie andere ausscheißen und nicht drüber trauen. Das ist eigentlich ganz einfach. Jeder zweite Hund, der zu mir kommt, ist von irgendeinem Pseudo-Hundetrainer abgelehnt worden, weil der Hund ist so aggressiv, den kann man nicht trainieren. Nach 2 Monaten bei mir ist der genau gar nichts, weil der nicht aggressiv ist, sondern einfach ängstlich und mit der Situation überfordert. Aber wie gesagt, mag man den Milan mögen oder nicht, wie gesagt, ich trainiere, bin die Frau Andrea Merz und ich trainiere nach der Methode der Frau Andrea Merz. Und das ist einfach, schaut er den Hund, schaut er den Besitzer an und findet einen Weg. Und ich trainiere nicht nach, trainieren Sie nach der Methode, ich scheiße auf die Methoden von anderen. Den Weg, den andere gehen, das ist nicht mein Weg. Ich gehe meinen eigenen Weg. Ich hatsch nicht gern ausgelatschte Pfade. Bin mir so der Schlag mich selbst durch Dickicht-Typ. Ja, es ist natürlich total okay, wenn man nach der Methode trainiert. Das Problem ist nur, du kannst es meistens nicht so umsetzen. Also, so wie ich trainiere, das kann 90% keiner umsetzen, weil das mein Ort ist, das ist mein Energiefeld, das ist mein alles, das bin ich. Und ich bin halt einmal nicht so wie alle anderen. Und darum können halt alle anderen nicht so trainieren wie ich. Und dieses Anmaßen über wer gut ist und wer schlecht ist, das ist doch so wurscht. Ich bin doch froh, wenn jemand mit seinem Hund was tut und seinen Hund erzieht. Und ob er das jetzt beim Milan oder beim Ritter oder bei mir macht, ganz ehrlich, das ist mir so scheißegal. Ich werde nie schlecht über den Ritter. Ich meine, ich mag ihn nicht, ja. Ich muss den Milan nicht haben. Ich meine, er ist mir jetzt nicht unsympathisch, aber von Milan habe ich noch mehr Respekt, wahrscheinlich, weil er wirklich auch sich drüber traut über die, wo alle anderen W.O. gehen. Für mich ist der Ritter kein Hundetrainer, sondern ein Entertainer. Und das ist aber auch völlig in Ordnung und das ist auch völlig berechtigt, wenn Leute zu einem hingehen und trainieren, das finde ich super. Wie gesagt, wichtig ist, dass man was tut für seinen Hund. Dass man erzieht. Bei wem? Ist völlig wurscht. Wir haben letztens das Thema mit sozialisierten Hunden gehabt. Und nicht sozialisierte Hunde, das haben wir eh schon erklärt. Und was mich halt so aufregt ist, dass diese Tierschützer, der Hund braucht keinen Rudelführer und der Hund ist kein Rudeltier. Na, ist schon klar, Eichkatzel oder kein Schwarz. Es ist okay, Hund ist kein Rudeltier. So, machen wir es tierschutztechnisch korrekt. Der Hund lebt jetzt mit mir in einer Demokratie. So, links ist eine Kindergruppe, vor ihm ist die Straße. Na, Schatz, jetzt suchst du aus. Bleibst du bei mir, laufst über die Straße in die Autos oder haust du gerne mal in die Kindergruppe. Suchst du aus, wir stimmen ab. Okay, du hast dich entschieden, wir rennen durch die Kindergruppe. Wird langfristig, nein, das ist doch idiotisch, ja. Ich meine, da fehlen mir die Worte, ja. Das ist einfach nur ein Blödsinn. Das heißt, wie du das nennst, was du mit deinem Hund tust, Erziehungsberechtigter, Papa, Mama, was auch immer du bist, der Hund braucht grundsätzlich jemanden, der ihn anleitet und der ihm sagt, was er zum Tun hat, was er nicht zum Tun hat. Der ihn natürlich lobt, und das heißt nicht, dass man seinen Hund haut oder tritt oder irgendwas, um Gottes Willen, das werde ich nie tun. Aber natürlich bin ich auch manchmal heiß auf meinen Hund, wenn er was nicht macht, und dann sag ich ihm das auch. Und dann pfeife ihn auch einmal an und schimpfe ihn. Wenn er was arg, wenn er eine Übung nicht macht, immer üben, dann pfeife ich ihn nicht auch, ja. Aber wenn jetzt auf einen anderen zum Beispiel, der Pferd ist jetzt nicht abgeneigt, ab und zu mal ein kleines Ketscherl, sind 23 Monate, 22 Monate. 22 Monate. Und da ist natürlich, ich brauche nur einmal Nein sagen und eine Ruhe ist. Das heißt, ich habe meinen Hund unter Kontrolle. Und da ist das Nächste, einen Hund unter Kontrolle haben, der eh nichts tut. Ich meine, das ist keine Kunst. Wenn ich einen friedfertigen Hund habe, der kann was tut, den habe ich leicht unter Kontrolle. Das ist so, wie ich war 20 Jahre treu meinem Mann. Ja klar, weil kein anderer mit in die Kisten steigen wollte. Ich meine, wenn ich keine Angebote habe, kann ich leicht treu sein. Wenn mir aber jede Woche einer abbraucht und ich sage, nein, und bin 20 Jahre treu, dann kann ich stolz drauf sein. Und genauso ist es, wenn ich einen Hund habe, so wie ein Pferd, der gern so ein bisschen
Sei es Alter, sollte es normal. Und ich sage nein und er hört auf. Dann habe ich meinen Hund unter Kontrolle. Wenn mein Hund einen anderen sieht und will hier rennen und ich sage nein und er bleibt stehen, dann habe ich meinen Hund unter Kontrolle. Und jetzt kommt niemand, nicht einmal ich, hat sein Hund immer 100% unter Kontrolle. Ich bin Ferdinand 99% unter Kontrolle. Und ich schlafe aber mit dem Hund, ich ist mit dem Hund. Also wir sind ein Team, wir sind eine Einheit. Das ist für einen normal Berufstätigen, der halt nicht gerade Hundetrainer vom Beruf ist, natürlich irrsinnig schwer, weil die wenigsten können den Hund nicht in die Arbeit nehmen. Was mir wichtig ist, ist einfach, niemand sagt zu seinem zweijährigen Kind, such da aus, rennst du über die Straßen oder ziehst da was an. Wenn ein Sechsjähriger sagt, ich gehe halt nicht in die Schule und sein Bruder stimmt mit ab und sagt, nein, der bleibt daheim. Ich meine, wir können gewisse demokratische Züge natürlich, meine Kinder haben immer sagen dürfen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und das war total in Ordnung. Ich bin halt nicht in die Schule und sage, ja, ich verstehe dich, du gehst aber trotzdem. Und genauso ist das mit meinem Hund, wenn er mir signalisiert, die Decke mit dem Raffen. So, ja, ich verstehe dich, aber du gehst weiter und raffst nicht mit ihm. Und genau darum geht es. Und ob das jetzt ein Sisa Milan den Hund beibringt oder ein Ritter oder sonst irgendwer. Leiland, das ist doch völlig nebensächlich. Wichtig ist, dass der Hund das kann. Aus! Und ich bin weder futterneidig, noch habe ich Angst, dass mir der was wegnimmt, wenn einer lieber woanders trainieren kann. Bitte geh woanders trainieren, ich finde das völlig in Ordnung. Probier dich aus und such dir den Trainer aus, was du am wohlsten fühlst. Das ist total okay. Und dieses Gifteln auf alle anderen, dieses wow. Und das sind sogar Männer, die das machen. Also nicht die stutenbissigen Frauen, was immer heißt, die Frauen gehen, aber nein. Das sind Männer, die auf dem vehement losgehen und weiß ich nicht was. Wie gesagt, meine Meinung. Wichtig ist, dass die Leute einen Hund trainieren. Natürlich bin ich nicht dafür, dass man einen Teletag nimmt oder Hürde, also einen Stachelhals, wenn dann einen normalen Ketten würde mit Stopp. Wenn einer glaubt, der muss einen nehmen. Ich habe es bis jetzt immer ohne geschafft. Aber natürlich mag es Hunde geben, wo ich vielleicht auch mal sage, aus. Der kriegt jetzt einen Kettenwürger mit Stopp. Will ich gar nicht sagen, dass das nie, ich sage nie, das mache ich nie. Ich war noch nicht in der Situation. Und wenn ich in die Situation komme, dann werde ich essen, wie ich mich entscheide. Aber das will ich jetzt im Vorfeld, ich greife da bei sowas nicht vor. Und das ist einfach, darum sage ich, die beste Werbung für einen Sisa Milan ist, der Dirk Wähler kommt wieder. Ob du das willst oder nicht, du weißt jetzt, dass der Milan kommt. Und wie gesagt, Leilon, wenn es wirklich meint, dass da irgendeiner besser ist oder schlechter ist, ja, dann ist das in Ordnung, weil ist das wirklich so wichtig. Wenn er für euch besser ist, heißt das nicht, dass er für den anderen nicht schlechter ist. Nur weil euch was gefällt und weil was für euch gut ist, ist es nicht das Maß aller Dinge. Andere Leute haben andere Meinungen und die sind auch in Ordnung. Und zwar völlig in Ordnung und gut und richtig. Göttiges Kind. In der Meinung gibt es jetzt den Ball.